Ich beiße dich mit meinen scharfen Zähnen. So scharf. Ubbelst mich, du hübscher Vampir. Oder ein süßer Tabir her. Mein Hals, oh nein. Niemand legt sich mit diesen Blutsaugern an. Hast du recht. Und vergesst den Kuschelbär nicht. Nein. Dieser Bär gehört nicht zu unseren Vampiren. Ihr seid so gemein. Wie peinlich. Hol dich bei deinem Teddy aus, Loser. Ich hab den Mülleimer nicht einmal gesehen. Wie bist du da reingekommen? Du hast schon lange kein Bad mehr gesehen, was? Wir werden dich retten. Kauf mich. Nein, mich. Ich bin kostenlos. Wow, ich wollte definitiv die Vampire. Was? Ah, wow, genau, was cool. Ich wollte. Niemand will mich. Ich möchte spielen. Hey, hast du das gesehen? Diese Puppe ist gerade in den Papierkorb gefallen. Wow. Ja. Schau dir ihre das Puppe ist kein an. Vampir. Ach ja, ich werde dich zum Vampir machen. Du kannst dich hier hinsetzen. Wir müssen hier kreativ sein. Ah, natürlich. Ich brauche diesen Topf. Danke. Moment mal was. Wo ist meine Suppe? Maya. Ich muss das ganze Zeug loswerden. Tut mir leid wegen der Suppe, Mama. So, die perfekte Badewanne. Ich habe Wasser, etwas Seife. Hey, Maya, nicht schon wieder, Baby. Ich brauche eine Menge von diesem Zeug. Du bist nämlich echt schmutzig. Hey, ich bin völlig nackt darunter. Oh, entspann dich, tut mir leid. Aber du kannst nicht in deinen Kleidern baden. Fühlt sich das Wasser nicht gut an? Vor allem mit Blasen. Ja. Hey, schau dir das an. Cool. Okay, dann machen wir dich mal sauber. Pass auf deine Augen auf, okay? Ich hoffe, dieser Schwamm ist stark genug. Schon besser. Jetzt bist du blitzsauber. Perfekt. Aber ich muss dich noch in einen Vampir verwandeln. Warte, ich hab's. Wir werden einfach das hier kopieren. Ich klebe es an mein Inspo-Board. Ich werde alles in Schritte unterteilen. Das dunkle Haar ist besonders wichtig. Oh, dieser Teil auch. Also, das sieht super aus. Zuerst blasse Haut. Fangen wir an. Habe ich hier Make-up? Das müsste doch klappen. Was ist besser als strahlendes Weiß? Die Hände nicht vergessen. Aber das Gesicht ist hier am wichtigsten. Perfekt. Wir sind einen Schritt näher, Baby. Blasse Haut, check. Aber warte. Ups. Ich habe ihr den Mund zugemalt. Oh nein, keine Sorge. Das kriegen wir schon hin. Neige einfach deinen Kopf nach hinten. Dieser schwarze Kugelschreiber ist genau das Richtige. Nichts spricht mehr für einen Vampir als rote Augen. Unheimlich, oder? Ein paar rote, rubinrote Lippen kommt sofort. Ah, nur ein paar kleine Retuschen. Ich hoffe, dir gefällt der neue gruselige Look. Sehr sogar. Du brauchst Reißzähne. Mein Kaugummi. Bitte sehr. Ich bin bereit für Blut. Wow, du bist so cool. Die Reißzähne sind erledigt. Toll. Ups. Aber warte. Diese Tinte ist ekelhaft. Aber ich habe eine Idee. Nehmen wir uns als nächstes das dunkle Haar vor. Bereit für eine Färbung? Verabschiede dich von diesen roten Locken. So weit, so gut. Hier kommt noch etwas. Fast wie im Salon. Ich kann das besser, als ich dachte. sieht aus, als hätte ich noch was übrig. Ich werde das hier einfach einreiben. Hey, das Zeug ist noch dran. Autsch, nicht ziehen. Aber ich liebe meine neue Frisur. Aber jetzt brauchst du Kleider. Maya, hör auf zu spielen und bring den Müll raus. Ausgezeichnet. Den Müll selbst brauche ich nicht wirklich. Nur den Müllsack. Ich muss nur noch ein paar Anpassungen vornehmen. Ein paar kleine, schnelle Änderungen. Bist du bereit für ein bisschen Magie? Ziemlich cool, nicht wahr? Bist du schon fertig, Maya? Mir ist kalt. Geduld, zukünftiger Vampir. Das Warten wird sich lohnen. Ein bisschen Glitzer kann viel bewirken. Oder vielleicht viel Glitzer. Und wenn ich es hier zusammenziehe, bekommen wir einen fabelhaften Rock. Unglaublich, dass das ein Müllsack war.
Ich liebe es, Maya, aber wo ist mein Oberteil? Oh, ich bin noch nicht fertig, keine Sorge. Ich werde meine Ohrringe benutzen für einen fabelhaften letzten Schliff. Und hier ist meine neue Vampirkönigin. Aber Maya, ich brauche auch einen Umhang. Ein Umhang, ha? Keine Sorge, ich kümmere mich darum. Ha? Wo gehst du denn hin? Ich brauche das hier. Siehst du? Es ist perfekt. Kommt schon, Leute. Ich habe ein neues Zuhause gefunden. Und hier ist dein Umhang. Wow, ich liebe es. Jetzt fühle ich mich wie ein echter Vampir. Aber warte, es ist Nacht. Ich muss dir einen Platz zum Schlafen machen. Ist das bequem? Nein, ich mag dieses Bett überhaupt nicht. Okay, Süße. Ich habe noch einiges zu tun. So. Es sieht vielleicht noch nicht nach viel aus, aber mit ein paar vorsichtigen Faltungen ändert sich das schnell. Vor allem, wenn man etwas Schwarz hinzufügt. Ich hoffe, ich habe genug Farbe. Diese Kanten sind knifflig. Ja. Fertig. Was gibt es Bequemeres als luxuriösen roten Samt? Es fühlt sich so gut an. Danke, Maya. Ich weiß noch, wie du einst ausgesehen hast. Was für eine unglaubliche Verwandlung. Du hast eine echte Veränderung hinter dir. Gute Nacht. Wir sehen uns dann morgen früh. Süße, gruselige Träume. Gute Nacht. Was für ein Tag. Jetzt wird mich jeder mögen. Süße Träume? Das glaube ich nicht. Dieser Vampir muss gefüttert werden. Und ich habe Lust auf Blut. Oh, was war das? Meine Puppe, sie ist weg. Oh, Bella? Was ist hier los? Oh, oh. Was passiert hier? Oh, Maya, du hast aber einen saftigen Hals. Bleib ganz ruhig sitzen. Oh, was ist das? Ich, meine Zähne. Oh nein, mein Hals. Was hast du getan? Du bist jetzt ein Vampir, wie ich. Hä? Gern geschehen. Cool. Ich bin ein echter Vampir. Wuhu. Fliegen ist genial. Maya, komm schon, hör auf, herumzualbern. Sei einfach ein Vampir mit mir. Sorry, aber was muss ich tun, um ein Vampir zu werden? Nun, du hast Reißzähne. Als nächstes kommt die blasse Haut. Wenn du das sagst, oh mein Gott, wo ist mein Spiegelbild? Tja, ich schätze, ich brauche keinen Spiegel. Bist du sicher, dass du weißt, was du da machst? Fertig. Oh, Maya, nein! Ist das nicht gut? Oh, hier, nimm dieses Vampirpuder. Darf ich? Wow! Tschu. Nun, das war echt einfach. Wow, du siehst toll aus, Maya. Danke. Maya, was ist... Hi, Mama. Schön, dich zu sehen. Das kam nicht gut an. Und schau, was ich mit meinem Haar gemacht habe. Der Saft ist total klebrig. Aber schau, es ist rosa geworden. Das ist eine tolle Idee. Ich brauche so viel, wie nur geht. Ah, es ist Zeit zum Färben. Boah, das Ding ist tief. Maya, bist du wahnsinnig? Ja. Wie gefällt es dir? Das ist die cleverste Sache, die ich je getan habe. Wow, diese Locken sind der Hammer. Aber du brauchst noch das passende Outfit. Kleider? Ich bin ganz deiner Meinung. Dieses schlichte schwarze Shirt reicht nicht ganz aus, aber das kann ich ändern. Der Zauber ist im Gange. Die Platzierung ist entscheidend. Die Form muss perfekt sein. Siehst du warum? Gruselig. Jetzt sehe ich erschreckend gut aus. Wow! Ich brauche nur noch einen letzten Schliff. Das dauert nur einen Augenblick. Bereit? Ist das nicht ein heißer Vampir-Look? Die Netzstrümpfe peppen das Ganze richtig auf. Darf ich mir das ausleihen? Es verleiht dem Ganzen den letzten Schliff. Oh, jetzt spüre ich die Dunkelheit. Geht da schon die Sonne auf? So hübsch! Oh nein, es ist so heiß hier drin. Was war das? Es war die Sonne. Jetzt verstehe ich. Ich liebe Vampire. Ich auch. Lass mich dich beißen. Was? Wer ist das? Pass auf, Welt.
Es gibt einen neuen Vampir in der Stadt. Und sie ist sehr durstig. Hi Leute, wie gefalle ich euch? Und? Nun, du brauchst eine Puppe, um mit uns zu spielen. Die ist genau hier. Ich wette, ihr habt noch nie so eine Vampirpuppe gesehen. Wow! Wir wollen sowieso nicht mit dir spielen. Was? Was meint ihr damit? Dafür werdet ihr bezahlen. Oh, Hilfe! Oh Mann, ich kann's nicht glauben. Na ja, vergiss es. Du brauchst sie nicht. Wow, so eine coole Puppe. Nein! Warte, Puppen? Ich habe eine Prinzessin, eine Fee, ich habe eine Meerjungfrau und ich brauche einen Vampir, um meine Sammlung zu vervollständigen. Ich nehme deine. Ich weiß nicht. Auf keinen Fall. Sie wird mich nicht verkaufen. Was? Du kommst mit mir nach Hause. Super, jetzt bin ich reich. Und noch fabelhafter, der Vampir ist los. Oh, Mund zu, es zieht. Oh, ich will dazugehören. Oh, wow. Huh? Der Müll schreit. Hey, kleine Fledermaus in der Höhle. Alles okay? Lass mich helfen. Vielen Dank. Vampirclub? Hey, ich... Du bist kein Vampir. Aber... Der Graf zählt auf uns. Ich weiß. Nicht schon wieder. Weg damit. Das ist alles Fake. Schritt 1, Halloween-Kostüm. Schritt 2, Plastikzähne. Schritt 3, viel Haargel. Es funktioniert nicht. Probieren wir Plan B. Zuerst ein Gesicht- und Haar-Makeover, dann kopieren wir ihre Outfits und bäm, ich bin ein Vampir. Los geht's. Mann, die Dinger haben ihren eigenen Puls. Moment mal. Ich wähle dich. Aha, und jetzt zaubern wir. Schönheit ist wie Fallschirmspringen. Sie braucht nur einen kleinen Schub. Der war irgendwie eklig. Aber der wird noch schlimmer. Wünsch mir Glück. Aber warte mal. Denkt ihr, was ich denke? Ja. Das ist ernsthaft einer der ekligsten Momente meines Lebens, Leute. So viel Haargel. Aha, jetzt die Geheimzutat. Shine bright like a diamond. Sieht nicht ansprechend aus, aber wartet ab. Okay, ich glaube, das passt. Das wird funktionieren. Schön verreiben. Zack. Und die Kirsche auf der Sahnehaube. Und noch eine. Das Rot macht mich ganz hungrig. Yippie. Oh, die sind noch da. Dagegen muss ich was tun. Oh, Babypuder. Das wird helfen. Gib mir mehr. Ich bin die neue South Bay. Let it snow, let it snow, let it snow. Fehlt dir das, Pickles? Das ist... was ist los? Wow, seht euch mein Gesicht an. Zeit für die Superwoman-Verwandlung. Tschüss. So, mal sehen. Für Spaß, für die Sonne, für den Laptop, für Mathe. Ja, wir haben einen Sieger. Sie ist leer. Rote Augen, schwarzer Drache und ganz neue Zähne. Toll. Dann los. Bam. Es werde Licht. TikTok. Ich komme. Ich sehe was, was du nicht siehst. Mein nächstes Opfer. Grrr. Ich sehe die Welt in neuem Licht. Gepostet. Es läuft echt gut. Die Klamotten. Also, einmal drehen. Es gibt da was, das ich noch tragen möchte. Seht gut hin. Morticia wird sich bald Modetipps von mir holen. Zack. Nein. Die? Oder die? Ganz klassisch. Ich habe einen schwarzen Gürtel in Goth-Mode. Und ich fange gerade erst an. Ich bin soweit. Schlägt euer Herz schon schneller? Ich hoffe doch. irgendwas fehlt. Ich muss mein Territorium markieren. Sieht das überhaupt realistisch aus? Dann habe ich gesagt, du bist aber AB-Süßer. Ist das...
Glaubst du? Ja. Was? Wow! Was? Der Vampirclub? Träume ich? Endlich! Willkommen im Club! Trink! Juhu! Aber... Trink es! Ich hab keinen Durst! Oh Mann! Das muss, das muss! Hab ich meine Kotztüte dabei? Oh! Lecker! Das war klasse! Glückwunsch! Gut gemacht! Du gehörst jetzt zu uns! Keine Chance! Ich glaube nicht! Das ist nur extrem scharfe Soße! Kein Stress! Um zu gewinnen, musst du Challenges bestehen! Die scharfe Soße hast du geschafft, aber dich erwartet die Manipulation, Röntgenblick, die kalten Hände, die glitzernde Haut. Ist es wissenschaftlich möglich, mit einem Cartoon Network T-Shirt cool auszusehen? Oh, hier ist das Opfer. Sieh zu. Nein, ich glaube nicht. Hey, du. Hä? Was hast du? So, verhalte dich wie eine Katze. Und streng dich an. Ja, ich bin eine Katze. Miau. Siehst du? Miau. Miau. Ups. Was ist passiert? Jetzt bist du dran. Hey. Was? Kannst du meine Hausaufgaben machen? Mach sie selbst. Na los! Los, los! Du machst das gut! Mama, sieh dir das nicht an! Nimm das! Ja, ich hab! Gut gemacht! Bitte date mich! Heb deine Krone auf, Alter! Sie hat es irgendwie geschafft! Keine Chance, dass sie den Röntgenblick hinkriegt. Maya, mach's vor. Das wirst du mögen. Sehe ich aus wie Supergirl? Ich hoffe, der Editor macht seine Sache gut, damit es echt gut aussieht. Aha, was haben wir denn hier? Die Katze ist aus dem Sack oder der Vase. Siehst du, leichtes Geld. Oh Mann, was soll ich suchen? Gut, dass du fragst. Ich werde das verstecken. Und nicht schummeln. Oh nein. Oh, ich bin ein cleverer Vampir. Ich bin fertig. Hey du, los. Oh, nutz die Macht. Du kannst das. Sie schafft es nicht. Gib ihr nur eine Chance. Warte. Ich bin zurück. Ups, du hast so viel mitgebracht. Was ist dieser Müll? Leute, super. Wow, gib hier. Wow, ein neuer Controller, ein neuer Kopfhörer. Wow. Das kann ich gebrauchen. Sieht aus wie mein Joker. Hier, sie hat ihn gefunden. Meinst du, es ist Zeit? Glückwunsch. Juhu! Okay, vielleicht ein Eskimo-Kurs? Kalte Hände? Sie sind kalt, oder? Okay. Ich muss mal aufs Klo. Ist sie in Ordnung? Oh, ich muss mich abkühlen. Perfekt. Die Jugend von heute. Ich muss mich vorbereiten. Hey, ist eigentlich ganz angenehm. Jetzt bin ich tatsächlich cool.
Ich bin soweit. Hast du gerade, war? Oh, egal. Oh, weiter geht's. Okay. Oh, sie ist besonders. Die Prüfung besteht sie mit einer 1 plus. Sie verdient es wirklich. Déjà vu? Yay! Juhu! Bist du sehr aufgeregt? Oh je, ich meine, das war meine Katze. Ihre Blase ist schwach. Das war so uncool. Es war peinlich, aber alles läuft nach Plan. Ich verhungere. Knoblauch, natürliches Antibiotikum. Lecker. Moment, ist das... Wer ist hier Knoblauch? Sie ist es. In voll HD erwischt. Hey, ich hab die Beweise. Ich gehe zu Maya. Was? Oh nein. Maya, das musst du sehen. Was? Ich sehe nichts. Was? Oh, ich verstehe das da nicht. Da ist nichts, aber da ist hey, nichts. Maya, bitte komm her. Nein. Bitte komm. Oh. Warte. Alle nach draußen zum Sportunterricht. Egal. Lass mich zusammenpacken. Kommst du mit? Ich muss mich umziehen. Oh, das war knapp. Ich muss meinen Glitzer finden. Ja! Glitzerkleber. Los geht's. Das ist ein Geschenk des Himmels. Aber ich muss schnell sein. Macht das nicht nach, Kinder. Euer Dermatologe könnte ein Problem damit haben. Juhu. Ich vermisse das transsilvanische Wetter. Ja, hier ist es viel zu heiß. Steht auf! Sportunterricht, jetzt! Wo ist die neue? Ich hoffe, ihr habt eure Sonnenbrille dabei, weil ihr direkt in die Sonne sehen werdet. Ist das ihr Ernst? Wow, du siehst toll aus. Die benutze ich nie wieder. Ich hoffe, ihr habt eure Sonnenbrillen. Hör einfach auf. Da. Sie hat den letzten Test offiziell bestanden. Du bist eine von uns. Noch eine Sache. Zeig uns deine Stärke. Das schafft sie bestimmt. Richtig? Natürlich. Juhu. Das ist ganz leicht. Ganz leicht. Lasst mich nur ein paar Sportrechnungen anstellen. Eine schöne runde Zahl. Und jetzt seht mich an. Sie schaut es nicht. Rede negativ. Wow. Seht mal, ich bin ein echter Skadianer. Ganz natürliche Kraft, keine Geheimnisse. Sie ist eine Vampir-Powerlifterin. Ich kann das den ganzen Tag machen. Warte auf mich. Tada! Wo sind alle hin? Wow! Ich bin stark! Super! Ich fühle mich wie ein echter Vampir. Sag nicht, ein Apfel am Tag gilt nicht für den Zahnarzt. Oh, verdammter Hey, Violet! Oh, sie muss Schmerzen haben. Ich muss ihr helfen. Violet? Was? Falsche Zähne? Sekundenkleber? Oh nein! Du hast uns angelogen. Oh nein! Ich hab dir vertraut. Buffy, bist du da? Das ist okay. Violet. Ich will kein Vampir mehr sein. Bist du sicher? Mhm. Tu es einfach. Okay. Worauf wartest du? Na gut. Was tust du mir an?
ist Maya. Oh. Violet, vielen Dank für deine Hilfe. Oh. Kein Problem, bis später. Bis dann. Autsch, tut mir leid. Maya, du bist eine Banane. Weißt du was? Der Vampirclub ist blöd. Sorry. Oh nein, ich muss aufs Klo. Hey, beautiful. Oh, my love. Who's that? Come on, Ken. What are you doing? He's mine. I can't believe I've been dumped. Oh, no. I don't deserve this. Hey, my love. Hey, gorgeous. I'm thirsty for some blood. Who's that? Miss me much? I'm way too pretty for this. I hate blue. Just my luck. Ew, what is this? What a lovely day today. Huh? What's that? Is it alive? Ew, this doesn't look good. There's enough gum for a crowd. What do I do with you? Will you ever look pretty again? My evil plan is working. I'm the prettiest of them all. I think I know what to do. This is the ultimate vampire list. I just need to figure out what to do first. Let's see here. Red eyes, I'll start here. Oh, toothpaste. Let's splash it all over the face. Can't miss any spots. A splash of sparkle here. Time to see the real magic. It's like 100 kittens inside my ear. Washy, washy. You'll be as good as new. Oh, this will do the trick. Trust me, Barbie. And bam. Honestly, you're ready for another wedding. Wow. Ew. Oh, no. We need to fix that ASAP. Shake it, shake it. Now a proper shower. No water? I think it's broken. What do I do now? Oh, I love this show. Please don't turn around, please. Just a little closer and... Bam! Hey, who took my milk? Barbie, look what I got! Perfect. Thank you. My ear is itching. What is this? Oh well, might as well use it. Let's take a look at you, Barbie. You sure look precious. Pale skin, check. Where is my milk? Where's my milk? Oh, there it is. Grandma, where are your manners? Delicious. Honey, can you throw away the trash? Grandma! Wait a second. I can use this stuff. Not these. But this I can use. I think I can make a dress from this. You'll just need a pair of scissors and... a lot of creativity. Spread it all out. It's glue time. Come on, glue. Whew, I thought I wasn't gonna make it. Now for the easy part. Grab a brush and spread the glue. You'll need glitter, of course. Don't be cheap here. And for the grand finale. I'm the next Picasso, honestly. Come on, Barbie, let's get you changed. You rock, girl. Wave bye-bye to your fans. Black dress, check. Time for the next round now. What are you doing? Oh no, not again. Oh, I can't believe I did this. My bad, Barbie. I promise I'll clean you up again. Actually, I have a better idea. It's time to change things up a notch. See you later, old hair. What do you think? What did you do to me? I'm sorry. But wait, I'll just make you some new hair. This might hurt just a little. I always wanted to be a brunette. Today is your lucky day. Hang in there, girl. Oh, wow, you look so good.
do look good. Yes. I just hope I can win Ken over again. You will after we're done. Hair check. That boy is so strange. Who's here? You snooze, you lose, Grandma. Look what I have here. Now you have a vampire cape. Honestly, I should be a stylist. Nice. Look at your feet. We have to clean them. Ew. This will do. Oh, it's hot. You'll thank me later. It hurts. But look how awesome they look. I told you to trust me. And for the final touch, some lace. Oh, I wanted some of these too. Bam! I love it. Strut it, girl. Oopsie daisy. Ah, it burns! I told you it was hot. Oh, but you look so great. Hey, I want that. What, this old thing? Give it to me, give it to me. Come on. What this? Okay. Let me just fix it for you. That's not what I want. Ask and you shall receive, Barbie. Trust me on this one. Here. Hey there, beautiful. Barbie, do you take Ken to be your husband? I do, I do. I knew you would say that, Barbie. Oh, Ken, are you my husband then? Wait a minute. Come here, Ken. I don't like you, actually. Oh, no, Barbie. I've thrown away. This is what Barbie should kiss. Where is Ken? Teddy bear, do you take Barbie to be your wife? No, no, take me out of here. Ew. This is not what I asked for. Chill, Barbie. We're just having some fun. I want some blood. What did you say? I still need bangs. Fangs! How can I do that? Magic always works. Oh, wow. Let me break it for you. And here we go. Some pretty fangs just for you. Ah, what just happened? Barbie, where did you go? You scared? Get away from me! That hurt! What? I'm a vampire now? Wait a minute! Whew, that wasn't real. I'm still human, good. Fangs, check. Red eyes, we still need those. Oh, strawberries! First, let's see if they are any good. Sure, they will do. And bam! Oh, I love to paint. No more blue eyes for you, girl. Let's put some on your mouth, too. Oh, hey, beautiful. Red eyes, check. Okay, I'm ready. And I look good. Barbie, is that you? I missed you so much. I'm so sorry. Come with me, Barbie. Let's run away together. Let's live the sweet life. Oh, I love you, Ken. Hallo, Ken. Oh, hi, Barbie. Du siehst umwerfend aus. Oh, vielen Dank. Hi, Ken. Huh? Hi, hübscher. Wow, hi, du. Oh, nein. Ich kann's nicht glauben. Wie konntest du nur... Wie könnte er mir das antun? Wie kann er es wagen? Oh, was ist das? Wow, nein, das könnte nicht schlimmer werden. Oh, hi, Barbie. Wow. Hi, Ken. Nicht so schnell. Huh? Wow. Hallo, Hübscher. Oh, nein. Wie konntest du nur? Wow. Wie konnte er mir das antun? Wie kann er es wagen? Oh.
Oh, nein, das könnte nicht schlimmer werden. Also gut, der ganze Müll kommt hier rein. Sehr gut. Out! Hä? Was ist das? Eine Puppe? Igitt. Bitte lass mich einfach in Ruhe. Oh Gott, du bist so ekelhaft. Bläh. Mal sehen, was man hier noch tun kann. Piere, stimmt. Du könntest einer werden. Hier ist also der Plan. Reißzähne, Kleid, Augen, Haare, blasse Haut. Aha. Wir brauchen also Zahnpasta. Und etwas Glitzer. Cool. Reiben wir nur dein Gesicht ein. Dann säubern. Sieht toll aus. Hm, aber was ist es? Hier geht dein Kleid. Nein, 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 nein. Zieh es aus. Viel besser. Und jetzt ein Milchbad mit der Quietschente. Und Badeschaum, wer mag sie nicht? Puh, fantastisch. Wow. Wow, fühlt sich gut an. Die blasse Haut ist also fertig. Wunderbar. Hey, mein Sohn. Hm? Wir hatten so viel Milch. Wo ist sie hin? Oh, ist es das, was ich denke? Nein, 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 bitte lass es stehen. Wie geht, Papa? Hm, lecker. Jetzt bring den Müll raus. Oh, ich habe eine Idee. Danke, Papa. Das brauche ich nicht. Aber das hier. Das wird ein Spaß. Nur ein paar Schnitte. Und wir haben eine tolle Wellenform. Jetzt noch etwas Kleber. Schön langsam, ganz am Rand. So. Und dann kommt Glitzer direkt oben drauf. Fabelhaft. Probieren wir es an. Wow, Barbie, du siehst so schön aus. Jetzt haben wir also auch ein schwarzes Kleid. Sehr gut. Oh nein, nicht die Puppe. Oh, was habe ich getan? Oh, die geht, die klebt fest. Bläh. Genau auf ihre Haare. Es ist überall. Die geht, ekelhaft. Wir haben wohl keine andere Wahl. Schneiden wir das Ganze ab. Tut mir leid, Barbie. Ab damit. Die geht. Viel besser. Oh nein, ich habe eine Glatze. Keine Sorge, meine Liebe, ich kümmere mich drum. Ich brauche nur eine Nadel und Faden. Auf geht's. Eines nach dem anderen. Und fertig. Wow, fabulous. Wunderschön. Vampirhaar, check. Wunderbar. Oh, hey, das Licht. Ah, das ist viel zu hell. Oh, wo sind die Vorhänge? Oh, da sind die ja. Und wir könnten sie auch gebrauchen. Nur ein winziges Stück. Das wird der Hammer. Schau. Es passt so gut zum Kleid und zu deiner neuen Frisur. Ja, sieht wunderbar aus. Und was haben wir hier? Ach du meine Güte. Wir haben die Schuhe vergessen. Hier, lass uns neu machen. Das ist ganz einfach. Das ist heiß, zu heiß. Keine Sorge, Kleines. Siehst du, schon fertig. Jetzt kommen noch ein paar Details hinzu. Stich für Stich. Es ist fast fertig. Perfekt. Testen wir sie nun auf dem Laufsteg. Ja, sie sind wirklich perfekt. Aber was ist das? Meine Hand? Sie klebt fest. Ich klebe fest. Lass mich los. Autsch. Jetzt zieh deine neuen Schuhe an. Gefallen sie dir? Wow, danke. Oh, du bist so schön. Hey, was ist das? Ich will auch welche. Ich möchte auch einen Ring. Das hier? Oh, sicher. Ich nehme einen Wattestäbchen. Aha. Es hat genau die richtige Größe und Form. Jetzt brauchen wir etwas Farbe. Gold. Damit es schön leuchtet. Oh, danke. Vielen Dank. Hä? Barbie? Willst du mich heiraten, Liebes? Ich denke, das wird sie. Lass uns das richtig machen. Nimmst du Ken, Barbie, zu deiner rechtmäßig angetrauten Ehefrau? Ja, ich will. Hm. Oh, Ken. Hm. Ihr dürft euer Versprechen jetzt mit einem Kuss besiegeln. Hm. Oder doch nicht? Hm. Was ist hier los?
Weg mit dir. Das wird dein Mann sein. Oh Gott, bitte nicht, nein. Ihr dürft euer Versprechen jetzt mit einem Kuss besiegeln. Nein, nein, nein. Das lief gut. Und lass mich das Fell entfernen. Und du brauchst einen Blumenstrauß. Lass mich nachdenken. Ich hab's. Mach ich selbst. Erst Blumen. Schicht für Schicht. Schön. Schauen wir uns das mal an. Wunderschön. Dann etwas Grünzeug. Diese hier. Kleben wir alles zusammen. Damit funktioniert das sicher besser. Nur ein paar Stiche. Und wir haben einen schönen Vampirstrauß. Oh, so schön. Und es riecht auch gut. Bitte sehr. Oh, danke. Es ist wunderschön. Oh, aber ich glaube, wir haben was vergessen. Was war nochmal der Plan? Oh, stimmt. Die Reißzähne. Hierfür brauchen wir Kaugummi. Lecker. Gerade genug für zwei schöne scharfe Reißzähne. Zeig mal her. Wow, die sehen toll aus. Oh, wo ist sie hin? Ich bin hier. Bereit anzubeißen. Nein, lass mich in Ruhe. Autsch. Sie hat es getan. Oh nein. Ich werde auch zum Vampir werden. Oh nein. Nein, was tun? Was tun? Nur um das klarzustellen, ich schaue nochmal nach. Es ist weg. Puh. Alles wird gut. Aha, jetzt haben wir also Reißzähne. Fehlen nur noch die Augen. Oh, ich glaube, ich weiß, was zu tun ist. Ich liebe die. Ich nehme mir ein paar. So lecker. Oh, aber es ist fast nichts mehr übrig. Nun, wir benutzen sie trotzdem. Wir brauchen es für eine leuchtend rote Farbe. Für die Augen. Und die Lippen. Jetzt ist sie bereit. Ich freue mich so sehr für dich, Süße. Ich danke dir so sehr. Und nun bin ich bereit. Hi, Ken. Huh? Wow. Hey, du. Was? Wer ist das denn, Ken? Das gibt's nicht, Barbie. Aus dem Weg. Willst du mich heiraten? Mal nachdenken. Nein, ich werde dir niemals verzeihen. Bitte lass mich nicht so zurück. Bye-bye, Loser. Tja, Chance verpasst. Oh, sie waren mal ein so schönes Paar. Aber hey, ich glaube, ich kann jetzt auch los. Nur schnell umziehen. Bereit? Los geht's. Die ganze Nacht aufzubleiben war durstig. Oh, Junge, ist das lecker. Jetzt ein kleines Spiel. Oh, ich bin's. Jackpot. Hey, du. Mach die Augen zu, meine Süße. Es ist, als würde er sie vernaschen. Weißt du, was das bedeutet? Oh, wow. Was passiert hier? Oh, ich fühle mich ganz komisch. Das kann nicht sein. Oh, nein. Warte. Ich bin schwanger. Bitte nicht. Nein. Oh. Warte auf mich. Ich werde Vater. Hilfe! Oh, das war ein Spinner. Oh je. Es wächst! Bitte sag Mama nichts. Ich glaube, ich hatte noch nie so einen Hunger. Fleisch. Jetzt was Salziges. So gut. Jetzt was Süßes. Oh ja, Müsli, Wasserfall. Ich bekomme einfach nicht genug. Aber ich habe es wirklich versucht. Was für ein Tag. Nein, es versucht rauszukommen. Was willst du? Schau. Was? Okay, bleib, wo du bist. Hilfe ist auf dem Weg. Aha, das ist meine mobile Apotheke. Es freut an. Hier ist es. Lass mich nachdenken. Hallo, hier drüben. Danke. Warte mal. Da drin verändert sich was. Bitte sag Mama nichts. Aber ich muss... Bist du dir da sicher, hä? Komm schon. Das Geheimnis ist bei mir sicher. Moment mal, ist sie das nicht? Oh, hör zu. Du hältst besser die Klappe. Sonst. Verstanden? Ich will nicht sterben. Hey, schau. Okay, du kommst noch mal davon.
Was haben wir hier? Ich liebe die. Es ist wie eine Party. Hey, was ist hier los? Wir haben nur etwas Spaß. Ja, ein Riesenspaß. Oh ja. Okay, klingt gut. Das war echt knapp. Oh, aber warte, ich muss dringend pinkeln. Das hätte ich jetzt nicht geschafft. Süße Erleichterung. Ich musste ganz dringend. Heute brauche ich extra Toilettenpapier. Ja, das sollte genügen. Zweilagig durch und durch. Hände waschen nicht vergessen. Schon fertig? Das glaube ich nicht. Oh, was? Oh, ich muss schon wieder? Aber ich war doch gerade... Oh, okay, das war seltsam. Schwanger sein ist echt verrückt. Nochmal? Oh, komm schon, das muss reichen. Mehr Pipi. Oh, warum? Oh, ich komme hier nie raus. Mehr. Oh, meine Haut. Nochmal. Oh. Das macht Spaß. Ich werde immer weiter auf diese Taste drücken. Oh, bitte mach, dass es aufhört. Ich werde hier für immer drin sein. Hallo, bist du fertig? Okay, meine Blase ist endlich leer. Wenigstens von einer von uns. Darf ich? Ja, wie auch immer. Aber das ist das Frauenklo. Was ist los? Oh nein, ich habe so lange gewartet. Es kommt. Das ist echt eklig, alter Igitt. Und ziemlich peinlich. Aber schau, es ist nur die Sahne. Nun, das erklärt es. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Wenn ich nur die Anzeige sehen könnte. Warum bin ich so dick? So vielleicht? Oh, bin das wirklich ich? Mit einer Schwangerschaft ist nicht zu spaßen. Oh, komm einfach endlich raus. Blöde Waage. Wie viel wiege ich jetzt? Meine Fledermausversion ist viel leichter. Schauen wir mal hier. Viel besser. Oh, Junge, sind die gut. Endlich Zeit fürs Bett. Oh, das Baby. Zeit zum Aufwachen. Nein, es ist Schlafenszeit. Oh, ich muss mich ausruhen. Oh, sie hört nicht auf, sich zu bewegen. Irgendetwas. Es reicht. Bitte. Oh, ich muss schlafen. Warum? Sei ruhig. Oh, Moment mal. Ich habe eine Idee. Das sollte sie beruhigen. Oh, das gibt's nicht. Taucherbrille an. Floaty gesichert. Rein mit mir. Hey, was ist denn hier los? Sorry, not sorry. Irgendwie werde ich schon zu meinem Schlaf kommen. Nun, rein da. Ah, sie hat endlich aufgehört, sich zu bewegen. Oh, Mom. Ich habe gerade... Oh, was ist das? Oh, ich bin nur aufgebläht, Mama. Aber sieht aus, als wärst du... Das ist meins. Kinder. Oh, warum ist es da unten so warm? Meine Beine fühlen sich furchtbar warm an. Die Haare müssen weg. Nur ein paar Züge. Wenn ich die blöden Dinger nur erreichen könnte. Oh, blöder Riesenbauch. Oh, warte. Ist das der, für den ich ihn halte? Bingo. Ein bisschen Hilfe, bitte. Komm rein. Warte, nein. Oh. Was willst du? Hier. Ein Rasierer? Etwas weiter unten, bitte. Und los geht's. Diese Beine sind haariger als meine. Aber nicht mehr lange. Sie werden im Nu samtweich sein. Schätzchen. Was ist denn hier los? Eine Spa-Behandlung zu Hause? Oh, ich will es gar nicht wissen. Oh. Es ist besser, wenn sie keine Fragen stellt. Oh, das ist eklig, Igitt. Wie bin ich denn so haarig geworden? Schau, es ist schon wieder nachgewachsen. Oh. So viel dazu. Ich ziehe diese Dinge an der Wurzel heraus. Siehst du? Ich glaube, wir haben keine Wahl. Es tut nur ganz kurz weh. Tief durchatmen. Nein, oh, es brennt. Oh, diese Dinger reichen tief. Tschüssi. So viel. Nun, das nenne ich glatt. Aha, ein Meisterwerk. Kannst du das glauben? Oh, fühlt sich echt gut an. Diese Füße. Jetzt zurück an die Arbeit. Dieses Oberteil passt kaum noch. Ich brauche Hilfe sofort. Hallo? Das hat lange genug gedauert. Hast du da was Gutes? Mal sehen. Das ist total out. Was? Ein Nein, danke hätte genügt. Ich weiß nicht. Und was ist damit? Oh, aber nicht mit diesem Bauch. Wow, also gut. Das nächste. Ja, mit 20 Pfund weniger. Boah. Und das? Ich passe kaum rein. Ist dir überhaupt was gut? Igitt. Eklig. Okay, ganz ruhig. Die Kleiderbügel.
Oh, Moment mal. Siehst du mich? Nein, definitiv nicht. Komm schon, geh über den Bauch. Es wird eng. Über den Bauch, los. Das ist nutzlos. Ich bin für alles zu fett. Nein, nicht weinen. Ich kriege das hin. Warte nur ab. Was willst du bitte tun? Ich habe eine tolle Idee. Doppelte Kleidungsstücke, doppelter Spaß. Siehst du, was ich meine? Es sollte perfekt passen. Schön locker, siehst du? Der Bauch muss atmen können. Ich kann's nicht glauben. Es passt tatsächlich. Mhm. Mua, gern geschehen. Jetzt reicht es aber. Oh, diese Katzen sind einfach so süß. Ich schau dir die an. Sie schläft. Ich kann diese Niedlichkeit nicht ertragen. Sie sind alle so kuschelig und kuschelig. Und sie wollen deine besten Freunde sein. Genau, heul dich schön aus. Ach, oh, komm schon. Schön salzig, wie ich es mag. Entzückend. Prost auf mich. Hast du Taschentücher? Ist das dein Ernst? Was denkt er sich? Igitt. Tut mir leid, es ist etwas kalt. Bereit, dem Baby Hallo zu sagen? Komm schon, Kleines. Mal sehen. Ist jemand zu Hause? Vielleicht schläft sie. Moment mal. Das ist seltsam. Was in aller Welt ist das? Doktor? Alles okay? Es hat Spaß gemacht. Oh nein. Sie kommt. Hilfe. Oh. Moment. Ich helfe dir. Holen wir das Baby aus dir heraus. Wow, das habe ich noch nie gesehen. Ist das so schlimm? Ihr Männer haltet echt nichts aus. Bist du auch ohnmächtig? Ich bin hier, um den Tag zu retten. Hey, fass meinen Bauch nicht an. Ja. Aua, das tat weh. Willst du das Ding zur Welt bringen oder was? Bitte tu mir nicht weh. Bitte. Ich habe mein Ziel erfasst. Es kommt. Ein Baby. Oh. Ist irgendwie süß. Willkommen auf der Welt, Kleine. Ich habe Hunger. Au, meine Finger. Was hast du getan? Du kleiner Schlingel. Hallo, meine Schöne. Oh, hi, Ken. Ich bin hier, mein Schatz. Oh, Ken, Liebster. Nein, nicht du. Aber Ken. Hallo, meine hi, Liebe. Ken. Oh nein, wie konntest du nur... Oh, sorry, Süße, aber ich liebe dich nicht. Nein, das ist so ungerecht. Wie konnte er mir das nur antun? Was soll ich denn ohne ihn machen? Was ist das? Oh, du Arme, was ist passiert? Er hat mich für ein Vampirmädchen verlassen. Oh mein Gott, armes Ding. Und ich weiß, wie du mir helfen kannst. Siehst du, ich muss auch ein Vampir werden. Okay, ich werde dir helfen. Das brauchst du nicht mehr. Und den Schmuck auch nicht. Halte durch, es wird nicht lange dauern. Ich muss nur dein Make-up entfernen. Oh, schön langsam. Nur noch ein paar Sekunden. Und das alte Make-up ist verschwunden. Siehst du? So gut wie neu. Und was ist das? Ew! Hier geht dein Kleid. Ziehen wir es auch aus. Und stecken dich in ein schönes, warmes Bad. Ich gieße auch etwas Milch ein. Für einen schönen, milchigen Hautton. Sehr gut. Es gefällt dir, hä? Huh? Und die Seifenblasen, wer mag sie nicht? Jetzt bist du bereit. Wow, erstaunlich. Deine Haut ist perfekt. Hey, wo ist die ganze Milch? Oh, hi. Oh nein, ihr geht wie eklig. Ha, endlich. Endlich habe ich etwas Milch und kann meine Cornflakes essen. Yum, lecker. Gut, viel Spaß. Und wir werden unser Makeover fortsetzen. Wir haben also die blasse Haut. Und jetzt brauchen wir ein schwarzes Kleid. Was sagst du, Süße? Aber sicher, es wird schick sein. Wo sollen wir anfangen? Hier? Oh, toll. Danke, Liebes. Mal sehen, was wir hier haben. Nein, nichts Brauchbares. Oh, das sieht aber schön aus. Es ist schwarz und glänzend. Genau, was wir brauchen. Wir müssen es hier nur etwas kürzen. Für eine schöne, wellige Form. Geschafft. Und dann müssen wir Kleber hinzufügen. Direkt am Rande, Schicht für Schicht. Cool.
Und jetzt noch Glitzer, damit es richtig glänzt. Wow, sieht jetzt schon toll aus. Erstaunlich, es steht dir so gut. Wow. Aber etwas fehlt da noch. Schau einfach in das Vampirmagazin. Du hast recht. Hier finde ich die Anleitung. Toll, jetzt mach es auf. Siehst du, der Schleier. Mhm. Oh, stimmt, ein schöner schwarzer Schleier. Wir besorgen dir auch einen. Dieses Mal wird das ganz einfach. Los, probier ihn an. Fantastisch. Und ein paar Diamanten. Kleben wir sie direkt an. Sieht toll aus. Ich liebe es. Aber was ist das? Oh, es tut so weh. Ah! Oh je. Was habe ich nur getan? Igitt, ich habe dein Haar ruiniert. Es tut mir so leid, Liebes. Igitt, so eine Sauerei. Es tut mir wirklich leid, aber ich muss sie komplett abschneiden. Weg mit diesem Chaos, ein für alle Mal. Mm-hmm. Oh je, jetzt muss ich das in Ordnung bringen. Du brauchst wohl ein neues Haarkleid. Hab einfach ein bisschen Geduld. Und noch ein paar Stiche. Und noch einer. Und fertig. Schau dir das an. Wow, du siehst so cool aus. Aber was ist das? Stimmt, du brauchst noch Schuhe. Stehen bleiben. Oh je. Peng, peng, peng. Ich hab dich. Oh Mann, du schon wieder? Gib mir das. Nein. Oh. Okay, tausch. Aha. Oh, cool. Viel besser. Oh. Damit bekommst du im Handumdrehen neue Schuhe. Einfach reinstecken und los geht's. Einfach so. Ein Schuh und dann noch einer. Fehlen nur noch ein paar Details. Wie Schnürsenkel. Das wird der Hammer. Nur ein paar einfache Bewegungen. Und schon kann's losgehen. Bereit zum Strahlen. Wie ein echter Star. Oh, danke. Vielen Dank. Ein Geschenk. Interessant. Oh, es ist ein Ring. Der ist so süß. Oh, Barbie, schau dir das an. So schön, nicht wahr? Hey, ich will auch einen. Du willst auch einen Ring? Kein Problem, ich besorge dir einen. Ich brauche nur ein Wattestäbchen. Ich zerschneide es, gebe etwas Kleber dazu und setze einen großen Diamanten drauf. Ich glaube, es ist fertig. Ein letzter Check. Hm? Ja, sieht perfekt aus. Probieren wir ihn an. Ein schöner Ehering für eine schöne Braut. Wow, jetzt bist du eine echte Vampirbraut. Oh, wie in einem Märchen. Willst du, Ken, Barbie zu deiner rechtmäßig angetrauten Ehefrau nehmen? Hm? Ja, ich will. Du darfst die Braut jetzt küssen. Hey, hau ab! Oh je, was hat er mit dir gemacht? Oh, stimmt, ich habe noch was vergessen. Jede Braut braucht einen Brautstrauß. Also lass uns einen machen. Zuerst machen wir ein paar Blumen. Es wird nicht lange dauern. Sehr gut. Schau nur, wie schön sie ist. Und jetzt das Grünzeug. Kleben wir alles zusammen. Hm, göttlich. Mmh. Nimm das hier noch. Sicher, meine Liebe, danke. Lass mich alles einwickeln. So schön. Das sieht toll aus. Jetzt ist es perfekt. Bitte sehr. Das wird die beste Vampirhochzeit aller Zeiten. Oh, ich glaube, sie ist eingeschlafen. Jetzt macht Platz. Und was haben wir hier? Schau dir nur deine Zähne an. Ein echter Vampir braucht echte Reißzähne. Also besorgen wir dir welche. Die werden gut aussehen. Oh, gruselig. Wow, deine Reißzähne. Danke dir. Gern geschehen. Sie sind so cool. Oh, nicht bewegen. Hä? Bitte nicht bewegen. Ich hab's. Wie auch immer. Ja, der letzte Punkt sind die Augen. Rote Vampiraugen. Und ein Tropfen Blut hier. Jetzt siehst du so perfekt aus. Ja, danke, meine Liebe. Das war großartig. Jetzt kann ich endlich losgehen. Ja, viel Glück, Barbie. Tschüss. Hey, Ken, hast du mich vermisst? Hä? Oh, sorry. Barbie, bist du das? Oh, mein Schatz. Wow. Hau ab. Aua.
Ah, nicht schon wieder. Ja, hier bin ich richtig. Viel besser. Super, Nanny. Lauf weg! Hä? Oh, Sie kommen gerade rechtzeitig. Entschuldigen Sie das Chaos. Tom, das ist deine neue Nanny. Neue Nanny? Viel Glück. Nanny, schau mal. Nicht mit mir. Zum Glück bin ich super schnell. Was? Mein Bild. Und schon wieder. Wie macht sie das? Was? Okay, fertig. Viel Spaß. Das habe ich nicht kommen sehen. Viel besser. Ich muss mich entspannen. Blue. Und jetzt drücken wir sie aus. Wow, ich bin so gut darin. Ich sollte Kosmetiker werden, wenn ich groß bin. So befriedigend. Ich will mehr. Oh, wow. Glitzer-Explosion! Was ist denn hier los? Wow! Ich glitzere wie Edward! Wow! Halt, stopp! Oh, das hat funktioniert. Puh, das war knapp. Nun kann ich ihn endlich retten. Ballons super schnell aufzublasen war mein Lieblingsunterricht an der Vampirakademie. So, fast fertig. Nur noch zumachen. Wunderbar. Und jetzt machen wir dich sauber. Los. Zendaya? Oh, nein, nein, nein. Es ist deine doofe Nanny. Oh, ja, meine Nanny ist doof. Und jetzt schlaf einfach. Nanny! Tom, alles okay? Ach, da ist ein Monster! Wie alt bist du? Siehst du, ist nur ein Baum. Ah, danke, Nanny. Schlaf gut. Läuft hier eine Party? Lauf oder ich fang dich. Hä? Oh, geh weg, Holland. Oh, Zendaya. Fass ihn nie wieder an. Alles klar. Gute Nacht, Tom. Danke für nichts. Das Kostüm ziehe ich nie wieder an. Das war mein letztes Geld. Blöde Nanny. Zeit zu tanzen. Yeah. I ain't worried about it. Tom! Tom, alles in Ordnung? I ain't worried about it. Oh, no, no. Da-da-da. I ain't worried about it right now. Was? Das Lied kenne ich. Karma von Taylor Swift. Was machst du da und was soll das Chaos? Bist du verrückt, sag mal? Was? Willst du mithören? Oh nein, viel zu laut. Meine Ohren. Ich halte das nicht mehr aus. Was? Was hast du getan? Was getan werden musste. Das sage ich Mama. Hör mir zu. Schau mir in die Augen. Hör auf deine Nanny. Ich hatte nie eine Musikanlage. Und nun bist du eine Katze. Jetzt bin ich Miau. Puh,
Das war knapp. Ups. Was ist passiert? Diese Nanny geht mir so auf die Nerven. Spieglein, Spieglein an der Wand. Das funktioniert niemals. Nanny? Tom? Ich will in den Park. In den Park. Mal sehen, wie das Wetter ist. So sonnig. Ah, das perfekte Wetter. Oh nein. Ja. Nein. Die Sonne ist gefährlich. Wir müssen uns vorbereiten. Was? Sieh das hier an, bitte. Was? Ist das dein Ernst? Ja. Und jetzt deinen Hut. Was? Nein, meine Lieblingskappe. Alle werden mich auslachen. Oh, keine Sorge, wir haben dasselbe Problem. Gehen wir. Ich will nicht mehr gehen. Aha. Fühlst du dich nicht sicher? Schickes Outfit. Mein schlimmster Feind. Gehen wir schaukeln. Wo ist meine Mütze? Ich tue einfach so, als wäre ich allein. Was? Ich muss angeschubst werden. Nanny. Ich bin hier drüben. Vielleicht kann ich den benutzen. Nur noch ein kleines Stückchen. Ja. Gut, oder? Versuch's jetzt mal. Wunderbar. Meine Nanny ist nicht normal. Ich muss sie entlarven. Jetzt ist es schön sauber. Ich habe Beweise. Hab dich. Was? Wo ist sie? Wie ist das möglich? Das macht keinen Sinn. Wer ist sie? Ich komme nicht dran. Deshalb brauche ich eine Nanny. Okay, Rachel. Was ist dein Geheimnis? Du bist super schnell. Du kannst die Zeit anhalten? Denk. Was noch? Sie kann hypnotisieren. Und sie ist super stark. So viele Kräfte. Sie ist so kalt, hat unsichtbare Haut und fliegt. Nichts davon macht Sinn. Ich kann alles scannen. Ja! Piu, 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 piu. Komm schon, Detektiv Tom, du schaffst das. Das war's. Warum laufe ich so? Finden wir heraus, wer du bist. Ja, komm schon. Was? Blöder Computer. Nimm das. Ein Vampir-Alarm? Oh nein. Ich bin in Gefahr. Ich muss das verstecken. Au! Au! Knoblauch! Dann mal los! Du wirst bezahlen. Und jetzt warten wir. Wow! Schnell verstecken! Interessant.
Und was jetzt? Hey, Nanny. Was? Tomatensaft? Ich weiß, dass du den magst. Ich weiß, was du bist. Echt jetzt? Du bist super schnell. Deine Haut ist kalt wie Eis. Was redest denn du da überhaupt? Riech mal. Ich wusste es. Gib's zu, Vampir. Okay, okay, hilf mir. Jetzt rede. Ja, ich bin ein Vampir. Was willst du in meinem Haus? Ich brauche einfach nur das Geld, um meine Familie zu besuchen. Welche Familie? Natürlich habe ich eine Familie. Siehst du, das ist meine Mutter. Wirklich? Ich vermisse sie sehr. Vermisst du deine Mom denn nicht? Was? Nein. Mama? Okay, ja. Bitte sag's nicht deiner Mom. Okay, tu ich nicht. Wenn du mir deine Kräfte beibringst. Abgemacht. I was asking myself where I'm going, wasn't sure if I could find my way. See me wearing a crown, watch me glowing, look at me now, I made my day. I deserve the applause, yeah girl, just because I'm the king of the world, it took me so long, yeah I found the key. I'm the cool guy you heard, I want you to be. Ach, das juckt. Muss ich duschen? Gib her. Ist das ein Vampirbiss? Ja. Ich kann schon fühlen. Du brauchst eine Creme gegen Stiche. Was? Okay. Einfach ein kleines bisschen hier. Oh. Ich wurde bezahlt. Wow. Jetzt kann ich meine Familie wiedersehen. Was werde ich ohne dich tun? Was? Du bist doch stärker denn je. Ich habe ein Geschenk für dich. Wow. Aber er ist leer. Das liegt daran, dass sie alle hier oben sind. Ich muss jetzt gehen. Was für ein wunderschönes Mädchen. Wie auch immer. Entschuldige bitte. Hey! Achtung, ich will durch. Mein Getränk! Das tat weh. Aber die blauen Flecken sind es wert. Schau sie dir nur an. Dieses Gesicht. Ich versuch's mal. Okay. Oh Mann, ich komme. Das war unglücklich. Oh Mann. Okay, eine Sekunde. Meine Zähne von dem Fall. Ich date keine Fake-Nerd-Vampire. Du bist so ein Loser. Ein Loser? Ich muss was dagegen tun. Mann, was für ein Tag. Schau dir das an. Meine Zähne. Hey, welche Zeitschrift ist das? Welt der Vampire? Wow, der Typ ein richtiges Sixpack. Ich frage mich... ich will so aussehen wie er. Ich hab's. Zeit, die Sache zum Guten zu wenden. Oh ja. Wow. Sehe ich wirklich so aus? Oh nein. Meine Pickel. Oh Mann. Was mache ich nur dagegen? Oh. Wahrer Schandfleck. Was kann ich verwenden? Oh, meine Stifte. Ich muss nur die Tinte herausnehmen. Ich hoffe, das tut nicht weh. Ich hab's. Läuft super. Das funktioniert ziemlich gut. Der letzte. Das ist eine Menge Eiter. Upsi. Das ist nicht gut. Schau dir das an. Oh nein, mein Opa. Ich wische es ab. Entschuldige, Opa. Jetzt wollen wir das alles loswerden. So.
Wow, mein Gesicht ist perfekt. Hä? Aber was soll ich mit meinen Haaren machen? Die sehen nicht gut aus. Hm? Etwas Haargel vielleicht. Ach, komm schon. Ich glaube, es ist verstopft. Da kommt nichts raus. Ach, es funktioniert nicht. Verzweifelte Zeiten erfordern verzweifelte Maßnahmen. 1, 2, 3. Ja! Warte, bitte sag mir nicht, dass es schon wieder passiert ist. Oh, oh. Das ist noch schlimmer. Oh nein, schon wieder. Tut mir so leid, Opa. Aber ich brauche das Gel. So. Ja, danke, Opa. Wow. Also, wo war ich? Ah ja, meine Haare. Ein wenig Glanz sollte alles in Ordnung bringen. Und schwarz ist meine Lieblingsfarbe. Das sollte genügen. Gut, dass ich immer einen Rührstab dabei habe. Ich muss es gut vermischen. Dieses Gel soll besonders dick sein. Und schon bald werde ich tolle Haare haben. Genau das ist es. Ich benutze einfach meine Hände. Großartig. Oh ja, das lässt sich gut auftragen. Sieht gut aus. Wow, ich sehe aus wie ein heißer Typ. Die kann ich nicht anbehalten. Oh, da ist er. Jetzt sehe ich gut aus. Aber ich kann nicht viel sehen. Wo sind meine Kontaktlinsen? Oh. Okay, fast geschafft. Gib mir klare Sicht. Wow, jetzt kann ich alles besser sehen. Ich kann sehen. Hm? Wie lange ist das schon da? Ich muss es in Ordnung bringen. Etwas Zahnseide hilft immer. Ich sollte keinen Spinatsalat mehr essen. Schau dir die Größe dieses Dings an. Uah, ekelhaft. Uah. Was steckt da noch drin? Was machst du denn da? Ja, Moment mal. Oh, da ist noch was. Ja, wann habe ich das denn gegessen? Moment mal. Das ist mein Finger. Das war mein Frühstück. Einfach köstlich. Jetzt, wo die Snackzeit vorbei ist. Hey, was ist das für ein Licht? Es blendet mich. Au, was ist denn hier los? Was ist das? Wow. Ich glaube, es ist ein Diamant. Und ein echt schöner. Ich glaube, ich kann damit was anfangen. Was? Da. Schau dir diese strahlenden Zähne an. Schön. Aber sie passen nicht zum Outfit. Sie sind alle gleich. Ich gehe besser einkaufen. Ja. Ist das eine, egal. Hier ist alles so bunt. Ich brauche etwas super Schickes. Lass mich nachdenken. Was ist mit dem hier? 100 Euro. Was ist mit dem hier? Oh, viel zu teuer. Habe ich überhaupt Geld? Ich weiß nicht. Nur Müll. Oh, ich habe kein Geld. Ich weiß, was zu tun ist. Hey. Oh, hi. Ich möchte diese hier, bitte. Okay, das macht dann 155. Bist du dir das sicher? Wow, Geld bitte. Danke. Gern geschehen. Das war einfach. Ha, wow, das Zeug passt wie angegossen. Sogar die Schuhe. Hi, Ken. Hi, Barbie. Oh, ich liebe dich. Lass uns... Was soll das? Was willst du? Ich kann nicht glauben, dass du mir das antust. Wie kannst du es wagen? Warum macht er so etwas? Oh, ouch. Oh, ich stecke fest. Etwas Hilfe? Hi, Barbie. Hi, Ken. Schöne Hochzeit. Ja. Barbie? Hi, Ken. Ich mag Vampire. Ernsthaft? Hey,
gehört mir. Warum macht ihr so etwas? Wow. Ich stecke fest. Etwas Hilfe? Vroom, vroom. Oh. Barbie, geht's dir gut? Nein, ich brauche ein Makeover. Ken steht jetzt auf Vampire. Oh, okay. Ich helfe dir. Zuerst müssen wir dich sauber machen. Etwas Zahnpasta sollte helfen. Der Trick ist, sie im ganzen Gesicht zu verteilen. Dann fügst du Glitter hinzu. Für den guten alten Vampirglanz. Jetzt ist es Zeit für eine Gesichtsmassage. Entspannend, nicht wahr? Lass es uns abwischen. Wow, danke. Gern geschehen. Das riecht irgendwie komisch. Uff, okay, du brauchst ein Bad. Ein Liter Milch sollte ausreichen. Ah, Zeit für ein Barbie-Müsli. Oh, das ist so erfrischend. So, fertig. Und jetzt machen wir dir ein paar Seifenblasen. Oh, wow, das kitzelt. Du musst noch ein bisschen einweichen. Fertig, Zeit rauszukommen. Puh. Hat es geklappt? Mal sehen. Ja! Was ist da passiert? Es ist wie der Zaubertrank einer Hexe. Igitt. Timmy! Timmy, wir haben keine Milch mehr. Oh, Milch, ich liebe es. Hast du Schokolade hinzugefügt? Nein, Mama, ich... Timmy? Oh, nein! Es ist köstlich! Das war knapp. Hi, Barbie. Wow. Oh nein. Autsch. Barbie, es tut mir leid. Genau auf den Schleim. Das wird schwer zu entfernen sein. Okay, ich werde dir helfen. Entspann dich einfach. Oh, schick. Und jetzt nicht schreien. Was machst du da? Rasierst du meinen Kopf? Willst du Schleim im Haar oder was? Aber schneide sie nicht zu kurz. Oh, sei nicht so dramatisch. Ich mache dir eine Perücke. Dank Omas Nähzeug. Schwarzer Faden ist das A und O für diesen Look. Ich nähe einen Faden nach dem anderen an. Siehst du, wie natürlich das aussieht? Oh, wow, gut gemacht. Dieser Look ist schon richtig vampirhaft. Wow, du bist so schön. Ich brauche das nicht mehr. Oh. Ups, sorry. Yeah, sehr schön. Aber dein Outfit. Igitt, du brauchst ein neues Kleid. Gefällt es dir? Es ist nicht hübsch. Wie sieht es hier aus? Leer. So kannst du nicht rausgehen. Oh, das ist nicht gut. Oh, Timmy. Ich habe eine Überraschung für dich. Timmy, bring den Müll raus, ja? Danke. Oh, dieser Müllsack ist schwarz. Das passt zu Vampiren. Er ist perfekt für Barbies Kleid. Zuerst lege ich ihn so hin. Dann falte ich es bis zur anderen Seite. Achte darauf, dass es flach ist. Ich schneide eine Kurve entlang der Kante. Wenn ich es aufmache, gibt es ein hübsches Muster. Einfach bündeln und fertig. Aber ist es noch nicht fertig, oder? Okay. Diese Barbie-Puppen brauchen immer Glitzer. Gut, ich gebe dir Glitzer. Wenn ich fertig bin, wirst du Sonnenbrillen brauchen. Ich brauche eine ganze Flasche Glitzer. Los geht's. So, jetzt ist es fertig. Wow, es leuchtet total. Ich werde alle Blicke auf mich ziehen. Aber was ist mit dem Oberteil? Puh, eine Sekunde. Ein Vampir-Top kommt sofort. Deine Bestellung ist da. Ich liebe es. Eine Sache noch. Es ist kein Brautlook ohne Tüll. Ich werde ihn direkt über dem Rock anbringen. Was sagst du dazu? Du bist ein Genie. Du solltest ein Modehaus für Barbies gründen. Wer braucht schon Prada, wenn man Timmy hat? Wow, du bist so schön. Willst du etwas essen? Schätzchen. Oh. Oh, Barbie. Oh, hey, Mama. Ich lasse euch mal allein. Oh, er ist genau wie sein Vater. Sie kapiert es einfach nicht.
Also, wo waren wir? Du bist die hübscheste Braut von allen. Mal sehen, was uns noch fehlt. Oh, fast fertig. Ich will einen Blumenstrauß. Einen Strauß? Ich habe eine Idee. Nein. Nein. Das hier? Das ist nicht mal eine Blume. Oh, entschuldige. Okay. Oh, also das ist eine Blume. Keine Sorge, Barbie, ich hole sie dir. Hey, das ist meine. Hier, für dich. Oh, ich weiß, was noch fehlt. Das hier. Jede Braut braucht einen schönen Brautstrauß. Setz dich hier hin. Los geht's. Nimm das. Ah, danke. Bleib ruhig sitzen, Barbie. Ich werde den schönsten Strauß aller Zeiten machen. Der passt zu einer Vampirbraut. Es ist vollbracht. Einfach genial, wenn ich das sagen darf. Er ist für dich. Ich kann es kaum erwarten zu heiraten. Mädels, fangt. Oh! Hau ab, das ist meiner. Sorry, Mädels, der ist für sie. Darling, für dich. Was? Gehen wir? Ja. Tut mir leid. Was kommt als nächstes? Du siehst aus wie sie. Aber nicht ganz. Du brauchst Make-up. Normales Make-up funktioniert bei dir nicht. Also benutze ich Farbe. Ach, komm schon. Ist leer. Timmy, ein paar Snacks für dich. Dein Lieblingsessen. Ich hab dich lieb, Schatz. Danke, Mama. Oh, ich habe eine Sauerei gemacht. Es ist die gleiche Farbe. Aber so geht das nicht. Ich muss sie zerdrücken. Siehst du das ganze schöne Rot? Das brauchen wir zum Schminken. Beginnen wir direkt mit dem Malen. Schatz, es ist Zeit für ein Makeover. Ich starte mit den Lippen. Es ist wichtig, einen kleinen Pinsel zu benutzen. Wir wollen doch nichts verschütteln, oder? Jetzt zu den Augen. Puppen brauchen keine Kontaktlinsen. So, fertig. Wow. Ich fühle mich wie Bella Swan. Du bist so schön. Aber du brauchst Reißzähne. Wow, das ist eine Menge Kaugummi. Ich werde weißen Kaugummi nehmen. Eine Sekunde. Ich mache deine Reißzähne und nun fertig. Siehst du? Wow. Wir sind noch nicht fertig. Du brauchst noch eine letzte Sache. Wir leihen uns die Stiefel der anderen Barbie. Ich bin sicher, sie wird es nicht bemerken. Wow, sie passen. Na klar, alle Barbies haben die gleiche Schuhgröße. Jetzt kann es losgehen. Ein letzter Check. Du bist soweit. Du wirst das rocken. Huh? Wow. Ich habe gehört, es gibt eine Hochzeit in der Stadt. Die echte Braut ist hier. Hi, Ken. Wer ist dieser Eindringling? Meine Braut. Du bist so schön. Ich haue ab. Das Auto ist da. Los geht's. Yay. Gehen wir. Wuhu. Oh, ich freue mich so für Sie. Mir ist langweilig. Eine Karte zu Omas Haus? Ich muss los. Hi, Bobby. Hi, Ken. Oh, das brauche ich nicht mehr. Oh nein. Stimmt, er gehört mir. Sie ist wunderschön. Oh, Ken. Küss mich. Was machst du da? Ken, schon vergessen, dass ich deine Freundin bin? Mein Leben ist vorbei. Ich werde für immer abhauen. Keine Hundekacke. Das ist mein Glück, was? Ich hasse Grün. Hey, Ken. Oh, hey. Küss mich mehr. Hi, Ken. Ich bin noch da. Du bist nicht mein Typ. Komm, lass uns dir unsere Liebe zeigen. Niemand liebt mich. Ken, bitte. Ken, sieh mich an. Ich bin so blöd. Warum habe ich keinen Regenschirm? Nicht schon wieder die Kacke. Das war's. Ich bin ein Loser. Bobby, geht es dir gut? Ich brauche ein Makeover. Ken ist in einen Vampir verliebt. Oh nein. Ich werde dir helfen. Zuerst müssen wir dich sauber machen. Diese kleine Zahnpasta reicht nicht aus. Wir brauchen eine große. Ja, auf das ganze Gesicht.
Und den Körper auch. Und jetzt etwas Seife. Sieht aus wie Glitzer, ich weiß. Barbie, du wirst fantastisch aussehen. Ich liebe es. Ein Marshmallow wie aus dem Bilderbuch. Lass uns jetzt schrubben. Du siehst schon viel besser aus. Wer hätte gedacht, dass das so harte Arbeit ist, was? Zeit für Wischiwaschi. Hier und hier und ein bisschen hier. Zieh dich an, Mädchen. Was ist das für ein Gestank? Igitt! Du stinkst, Barbie. Sofort ins Bad, bitte. Oh, endlich ein Bad. Okay, Mädchen. Hier ist etwas Milch für dich. Lass dich nicht stören, ich gieße einfach rein. Und noch ein bisschen. Ja, Milch hilft gegen den schlechten Geruch. Zeit für eine Überraschung. Ein paar Seifenblasen natürlich. Das ist so fantastisch. Ich fühle mich wie eine Königin. Und schon ist meine ganze Luft weg. Lass uns die Zeit stoppen, Barbie. Und fertig. Hattest du Spaß? Ich wette, damit hast du nicht gerechnet, was? Du bist jetzt weiß wie Schnee. Ich bin so blass, wow. Und ob du das bist? Ach herrje, was ist das? Kann ich das noch verwenden? Bitte nicht verschütten. Wo ist meine Milch? Upsi. Die hier? Ja, gib sie mir. Ich kann es nicht glauben. Das ist Schokomilch. Oh nein, was habe ich nur getan? Lecker. Oh. Du bist dran mit Müll rausbringen. Das ist so eklig. Igitt. Barbie, was soll ich damit machen? Oh, ich glaube, ich habe eine Idee. Ich werde dir ein neues Kleid machen. Du wirst toll daran aussehen. Kommen wir zur Sache. Zuerst müssen wir die richtige Größe finden. Also falten wir es weiter. Dann schneide ich die Spitzen ab. Und falte alles auseinander. Das funktioniert nicht. Oh doch, das wird es. Wir brauchen etwas Kleber. Das nenne ich DIY. Warum nicht auch etwas Glitzer? Du bist zum Glänzen geboren, Süße. Glitzere, glitzere, kleiner Stern. Ich kann gar nicht genug davon bekommen. Und los geht's. Wir sind noch nicht fertig, oder? Ja, warte kurz. Hier, der obere Teil. Fabelhaft. Ist das alles? Nein, da ist noch das letzte Stück. Das ist das große Finale natürlich. So hübsch. Barbie, du bist bereit für den Laufsteg. Du siehst toll aus, wenn du mich fragst. Wow. Warum schreist du, Barbie? Eine Kakerlake. Oh. Oh je. Ich kann nicht glauben, dass ich mich darum kümmern muss. Komm schon. Ich lasse es einfach hier. Hey, da unten ist jemand. Oh, ich hasse dich, Nachbar. Okay, machen wir weiter mit dem Makeover. Niedlich, Barbie, niedlich. Ew. Geht. Upsi, entschuldige. Oh nein, deine Haare sehen schrecklich aus. Igitt. Komm schon, Barbie, auf zur nächsten Phase. Ich weiß, was zu tun ist. Was hältst du von einem Buzzcut? Das ist total in. Lass uns alles stutzen. So bekommst du Ken zurück. Meine Haare, was hast du getan? Das wird dir helfen. Kekse? Oh, nicht das. Es geht um den Inhalt. Ich brauche Nadel und Faden. Mal sehen, was wir damit machen können. Barbie, das wird jetzt etwas wehtun. Aber vertrau mir, du wirst wie ein echter Vampir aussehen. Ja, das sieht gut aus. Nur noch ein kleines bisschen. Süße, du siehst aus wie ein Mitglied der Addams Family. So cool. Aber das ist noch nicht alles. Schau mal, was ich hier habe. Das ist genau das Richtige. Hey Barbie, lass uns weitermachen. So cool. Ich wusste, du würdest es lieben. Oh nein. Wo kommen diese Mücken her?
Hilf mir, Barbie! Hilfe! Hey, was ist das? Du brauchst ein paar Schuhe. Warte hier. Ich werde dir ein neues Paar machen. Genau das Richtige. Es ist heiß. Entschuldigung. Oh, sieh dir das an. Es ist noch nicht vorbei. Gib mir noch ein paar Sekunden. Du wirst fabelhaft aussehen. Siehst du, ich habe es dir gesagt. Ich liebe meinen Style. Ich fühle mich wie ein Model. Oh ja, stolziere, Süße. Hey, meine Schuhe. Sorry, Barbie. Hier, bitte sehr. Ich glaube, du bist fast fertig. Mal sehen. Oh, mein Ken. Oh, ich will das Make-up. Dann mal los. Wir verpassen dir die Vampirbehandlung. Hey, wo ist meine Farbe? Willst du ein paar Erdbeeren? Danke, Mama. Lecker. Oh, Moment. Ich habe eine Idee. Quetsch! Ich verwende stattdessen diese natürliche Farbe. Das ist perfekt. Siehst du? Alles rot. Wie wäre es mit einem Lippenstift, Barbie? Und du brauchst natürlich rote Augen. Wow. Was soll ich jetzt damit machen? Lecker. Phil! Was machst du denn da? Erdbeeren? Oh, wasch dir den Mund. Okay, Mama. Hey, ich brauche Reißzähne. Reißzähne? Oh, ich weiß. Oh, das sieht schlimm aus. Ich kann nicht glauben, dass ich das tue. Igitt. Los an die Arbeit. Okay, fast fertig. Mein Meisterwerk. Bitte sehr, Barbie. Wow, sehr gut, Mädchen. Hm, ich will einen Kaugummi. Lecker, er schmeckt nach Erdbeere. Hey, ich will einen Blumenstrauß. Okay. Mal sehen, was ich für dich tun kann. Das gefällt mir nicht. Zu groß. Es ist ein Huhn. Du bist so wählerisch. Lass mich nach etwas anderem suchen. Das hier. Mit ein bisschen hiervon. Hey! Sorry. Nimm das. Gute Idee, Barbie. Jetzt sieht es gut aus. Bitte sehr, Barbie. Wie findest du es? Fantastisch. Ich liebe es. Jetzt wirst du ihn bestimmt zurückgewinnen. Sie ist von der Bildfläche verschwunden. Ich bin bereit. Er wird mein sein. Mmh. Wer ist das? Oh, ich mag ihre Schuhe. Hast du mich vermisst, Ken? Oh, no. Oh nein! Aua. Hey, Barbie, wie geht's dir? Ich mag dich, lass uns hier verschwinden. Okay. Wie kannst du es wagen? Lass uns gehen, Barbie. Ich liebe dich. So süß. Jetzt die andere Barbie. Alles sieht so gruselig aus. Es ist ein privater Bereich. Was? Oh, oh. Echt jetzt? Meine Haare. Dummer Vogel. Okay, los geht's.
Ha. Ha. Banane im Nest. Ja. Was ist das? Interessant. Okay, versuchen wir es. Wow, magisch. Ein Haarbürstenbrunnen. Wow, genau das Richtige für das Chaos auf meinem Kopf. Ah, so erfrischend. Oh, super. Zurück zu unserem Ziel. Eine gute Vorbereitung ist das A und O. Ich komme und hol dich, Vogel. Fast geschafft. Aha, es ist Zeit für Rache. Oh, ich bin am Verhungern. Ja, wir müssen es kochen. Das Wichtigste zuerst. Schön verpacken. Aha. Ach ja, die perfekte Bratpfanne. Aha. Ah, toll. Feuer, los geht's. Wunderbar. Tschüssin. Ich bin der Dschungelkoch. Das riecht so gut. La 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 la. Oh, ich könnte etwas mehr Geschmack brauchen. Waldpfeffer, unglaublich. Perfekto. Oh, okay, vielleicht ist es zu viel, aber ich bin wirklich hungrig. So lecker. Ich weiß, was zu tun ist. Reste von Müll, Zahnpasta. Oh, da ist noch was drin. Das müssen wir herausfinden. Alles klar. Komm schon. Interessant. Oh. Wer bist du? Wie bist du da hineingeraten? Nun, du kannst mir helfen, meine Zähne zu putzen. Du musst nur den Mund aufmachen. Wow, großartig. Ich bin bereit zum Bürsten. Schmeckt aber komisch. 1999 abgelaufen? Mit Honig hergestellt? Du hast unseren Honig genommen, böser Mensch. Hey, Bienen, hier drüben. Oh, ich muss abhauen. Hilfe! Mein Magen! Oh, das tut echt weh! Ich weiß! Beeilung, ich kann es nicht mehr lange halten! Komm schon, komm schon! Komm schon! Jede Sekunde zählt! Fast! Okay, cool. Jetzt ist alles bereit. Das stinkt. Kein Wasser. Das ist nicht gut. Oh, schau, Wasser. Das war zu einfach, um wahr zu sein. Mann, ich bin so durstig. Warum ist es so schmutzig? Kontaminiertes Wasser? Soll das ein Scherz sein? Nichts, was Timmy nicht in Ordnung bringen kann, Leute. Schaut zu und lernt. Mama wollte, dass ich dieses Jahr Chemieunterricht nehme. Ich bin jetzt also ein kleiner Einstein. Fabelhaft. Es sieht echt hübsch aus. Fast fertig. Schauen wir uns das mal an. So klar. Wow. Wow, die Sonne blendet total. Vielleicht finde ich was im Koffer.
Nun, was kann ich damit machen? Vielleicht kann ich mit denen was aufhängen. Ja, perfekt. Und jetzt der Regenschirm. Ha. Vielleicht kann ich ihn reparieren. Wunderbar. Manchmal überrasche ich mich selbst. Schatten. Check. Toll. Jetzt kann ich mich ausruhen. Hier drüben ist gut. Jetzt kann ich in meinem winzigen Haus entspannen. Boah, aber es ist so heiß. Ich bin so verschwitzt. Oh nein. Ich habe kein Wasser mehr. Nichts. Zeit wieder genial zu sein. Aha. Das könnte funktionieren. Ja. Okay, ich brauche viele dieser bunten Röhren. Komm schon, meine Lieben. Diese Reise hat gerade erst begonnen. Wir werden gemeinsam in die Ferne reisen. Alles, was wir brauchen, ist Teamwork. Los, los, los. Du hast jetzt ein Ziel im Leben. Das Meer zu erreichen. Okay, mal sehen, ob es funktioniert. Das Wasser ist hier unterwegs. Seht ihr das? Was geschafft? Oh, mein kostbares Wasser. Ich warte auf dich. Wow, endlich mal kaltes Wasser. Perfekt. So gut. Jetzt kann ich mich entspannen und ein paar Videos anschauen. Die Sonne blendet total. Ernsthaft? Denk nach. Vielleicht kann ich das als Schatten verwenden. Es funktioniert. Blöder Wind. Boah, aber was kann ich tun? Oh, diese Schachtel. Oh ja. Ich kann hier einen Handyhalter machen. Okay. Aha. Schön. So, Zeit, sich zu entspannen und ein paar TikToks zu sehen. Das ist mein Lieblingsvideo von Lana Lebensfreude. So cool. So lustig. Timmy, bist du das? Oh, Timmy, steh auf. Sofort, schneller. Mein Handy. Mama, warte. Oh nein, Magenschmerzen. Oh, oh.